Was denkt ihr, wie oft kann man den Planeten umrunden, wenn man die in den USA gekauften Plastikflaschen einer Woche aneinanderreiht? Fünfmal? Sechs? Zehn? Jetzt mal die ganze Welt mit Plastik überziehen. Das ist die nächste Frage, und zwar wie oft? Also 10 Schichten. Was denkt ihr, seitdem es Plastik produziert wird, wie oft kann man die Erde in Plastikfolie einwickeln? Ja, das ist hier, das sind wir ja tausend. Ja, lass zu. Das ist doch schön. Sieht doch gut aus. Ja, ich würde jetzt gerne mit euch eine Weltreise machen, die Weltreise einer Jeans. Und zwar geht es darum, dass ich zeigen möchte, wie die Jeans entsteht, in welchen Ländern sie hergestellt wird. Und da habe ich hier Karten vorbereitet, vielleicht kannst du die einfach mal verteilen an alle. Mhm. Jeder kriegt eine. Das sind die verschiedenen Stationen der Jeans. Und wenn ihr dann alle eine Karte habt, könnt ihr euch ja mal in einen Kreis stellen, wie die Reihenfolge ist. Die Idee des Stadtrundgangs gibt es ja in vielen Städten in Deutschland und da haben einfach ein paar sich gedacht, in Erfurt wollen wir das auch haben und haben das dann halt aufgebaut. Wir wollen dazu anregen, dass die Menschen sich bewusst werden, was sie kaufen, dass sie nicht einfach kaufen und benutzen, sondern vielleicht überlegen, ach, wo kommt das her, wie ist das hergestellt, was hat das für Auswirkungen in anderen Ländern und so weiter. Wir bleiben halt vor den verschiedenen Geschäften stehen und erzählen über die Produkte und dann diskutieren wir gemeinsam Alternativen, was man vielleicht anders machen könnte. Es ist nach Rohöl das zweitmeist gehandelte Gut der Erde. Ihr seht halt, also gibt es halt rote, gelbe und grüne Früchte und daraus werden dann halt die Bohnen genommen. Sie können nicht, bis jetzt nicht maschinell geerntet werden, weil die halt einfach alle unterschiedlich reif sind. Das heißt, du brauchst halt wirklich eine Menschenhand, die die ernten. Es wird ganz viel in Monokulturen angebaut und eben um ja, die Schädlinge zu bekämpfen, werden halt Pestizide benutzt. Hier in Deutschland ist seit über 20 Jahren dieser Stoff verboten. Und in Brasilien darf Bayer, ein deutscher Konzern, den eben noch verbreiten und machen halt verschönernde Werbekampagnen. Wir stehen jetzt hier vor dem Weltladen. Und es hat eben den Grund, weil es gibt eben auch positive Beispiele von Läden. Und hier könnt ihr eben fair gehandelte Produkte kaufen. Weltläden sind halt insgesamt meist als Vereine und arbeiten ganz oft mit Freiwilligen und versuchen eben noch Bildungsveranstaltungen anzubieten, um eben darüber aufzuklären, was fairer Handel ist und was noch dahinter steht. Ich finde das gut, dass es solche Sachen gibt, um einfach aufmerksam zu machen, aufzuklären und vielleicht so ein bisschen wach zu rütteln, dass man jeder seinen Teil zu beitragen kann. Ja, wir haben ja heute auch ein paar Läden besucht, bei denen ich auch sozusagen Klamotten einkaufe. Jetzt gehe ich mal mit einem anderen Blick vielleicht in die Läden rein.